auch damit wir diesen Kontext vom Thema her das auf, sozusagen aufmachen, dass wir jeweils auch zu dem Thema gemeinsame Identität im EBR zur besseren Steuerung der transnationalen Interessensvertretung im Konzern, dass ihr dazu eure persönlichen Kenntnisse bzw. auch den Zugang, ihr habt ja mit entschieden, dass dieses Thema sozusagen da auch durchgeführt wird, dass ihr dazu etwas sagt. Bitte. Wer muss? Aber sind nicht alle auf einmal. Nicht alle. Wer muss? Die trinken jetzt eh gerade alle. Die Damen haben mir den Vorrang gegeben. So der Beginn ist eben so schwierig, der Einstieg in das Thema zu finden. Aber ich glaube, ich meine, es ist ja auch für Sie bei der Vorstellungsrunde recht interessant gewesen, dass eigentlich sehr viele Gemeinsamkeiten da waren, wenn man also so die Ist-Situation von den Eurobetriebsräten da ein bisschen reflektiert. Und ich hätte also mitgenommen, dass da des Öfteren Fragezeichen dabei waren, des Öfteren also ein bisschen so ein leichtes Chaos oder so verschiedenste Situationen dargestellt wurden. Das heißt, die Situation in den verschiedensten Eurobetriebsräten vergleicht sich durchaus. Ich glaube, dass es also durchaus so ist, dass also unterschiedliche Level auf der einen Seite da sind, aber die Problematik von Eurobetriebsräten durchaus sehr ähnlich sind. Ich glaube, als Betriebsräte und als gelernte Betriebsräte, vor allem in Österreich und Deutschland, sind wir gewohnt, also eine gewisse Mitgestalter, Mitbestimmung zu machen. Auch in den Niederlanden ist also hier mit dem Advisrecht also ganz ein starkes Recht vorhanden, wo also der Betriebsrat die Möglichkeit hat, auch gewisse Entscheidungen des Unternehmens mitzugestalten oder beziehungsweise Einfluss darauf zu nehmen. Und genau das ist es, dass es im Eurobetriebsrat eigentlich ich würde mal sagen, wesentlich weniger. Ich würde nicht sagen, dass es gar nicht gibt, aber wesentlich weniger gibt. Und das ist genau der Teil, der eigentlich uns nahe liegt oder der wo wir also immer glauben, da müssen wir wesentlich mehr machen oder sollten wir wesentlich mehr machen, aus unserem Interesse heraus. Ich habe auch durchaus schon Leute erlebt, also die in Eurobetriebsräten tätig sind, die also ein anderes Weltbild haben von Eurobetriebsräten oder ein anderes Verständnis haben, die überhaupt nichts davon halten, mitzugestalten oder unternehmerische Entscheidungen in irgendeiner Form mitzutragen, sondern schlicht und einfach die Logik haben, entweder sagen wir ja oder nein dazu, und damit hat sich das Ganze. Ne? Und das Management ist ja dafür da, dass es gewisse Entscheidungen trifft. Ich glaube, das ist das, nachdem die Runde sehr deutsch-österreichisch besetzt ist, glaube ich, das ist das, was uns am stärksten beschäftigt. Und die Frage, und das wäre dann der nächste Schritt, und die Moor Bauer aus meiner persönlichen Sicht, aber ich glaube durchaus, da finde ich also etliche Anhänger, ist, wie bringen wir mehr Kraft in den Eurobetriebsrat hinein, um auch Entscheidungen mit zu gestalten, beziehungsweise in Entscheidungen stärker Einfluss zu nehmen, als wie sie derzeit machen. Soweit ein Einleitungsdenken. Du hast ja schon auf den Titel natürlich auch sozusagen die These, dass Identität mehr Power bringt, ist ja eigentlich auch eine These, die begründeterweise, so wie du sagst, eben aus dem kommt, dass dieser Mitgestaltungswille da ist. Ne? Also sozusagen, dass das was Ähnliches ist. Okay. Das wurscht. Ich erlebe ganz stark und das immer wieder seit 10 Jahren, weil unser europäischer Betriebsrat eigentlich jetzt seit 10 Jahren existiert, dass jedes Mal wieder sich das Rad neu erfindet. Also jedes Mal wieder nach ein paar Jahren beginnt man vom Beginn weg mit der Arbeit, Leute davon zu überzeugen, dass europäische Betriebsratstätigkeit sinnvoll ist. Was eine europäische Betriebsratstätigkeit bedeuten kann, das, was du ja gesagt hast, dass es da ganz unterschiedliche Vorstellungen gibt, ist für mich in dieser 10-jährigen Tätigkeit immer wieder eine Riesenherausforderung gewesen, mir die Geduld zu bewahren, mit den neuen Menschen umzugehen, die dann in so einer Gruppe auftauchen. Und es ist auch jetzt wieder so ein Thema, das uns vermutlich sehr beschäftigen wird in den nächsten Monaten und Jahren, eine Entwicklung einer Gruppenidentität,
weil ich denke, eine wesentliche Voraussetzung, dass man als Gruppe und nicht nur als Einzelkämpfertum in so einem europäischen Betriebsrat funktionieren kann, ist, dass man sich im Klaren ist, welche gemeinsamen Ausdrücke man verwendet und was man darunter versteht. Und das ist so eines der Dinge, wo ich jetzt im Augenblick sehr am Überlegen bin, wie wir in unsere Gruppe eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Verständnis bringen können. Ist mir noch nicht so, ist mir noch nicht so klar, wie das wieder funktionieren wird. Ja, in meinen jahrelangen Erfahrungen im Novartis Euro-Betriebsrat, der immerhin schon seit dem Jahr 1996 besteht, habe auch ich gelernt, dass die Heterogenität der Gruppe mit ihren unterschiedlichen Kulturen es oftmals sehr schwierig macht, ein gemeinsames herzustellen im Sinne der Beschäftigten. Und unser vis-à-vis das Management hat eigentlich immer ein sehr gemeinsames, konsolidiertes Verständnis. Und im Euro-Betriebsrat war das aus meiner Wahrnehmung nicht immer sichtbar. In unserer Arbeit ist es doch immer wieder gelungen, gemeinsame Positionen zu verabschieden, aber das war sehr schwierig herbeizuführen. Und einer der Gründe ist es in meiner Diagnose in dieser Arbeit, dass es unterschiedliche Erwartungshaltungen an so einen Euro-Betriebsrat gibt, eben geprägt durch die unterschiedlichen Kulturen, aus denen die Mitglieder kommen. Und dass das also sehr mühsam ist, also hier ein gemeinsames Verständnis herbeizuführen. Ich würde mir wünschen, auch für unser Gremium, für den Novartis Euroforum, und wir tun sehr vieles dazu, und hier einen roten Faden herbeizuführen, wie wir sehr schnell auf die Entwicklungen in unseren Unternehmen reagieren können, im Sinne unserer Beschäftigten. Gibt es da einen Teil, den ihr sagt, da gibt es was Spezielles auf dieser Deutschland-Österreich-Achse, wo ihr glaubt, dass da was drinnen ist? Ich möchte gleich Bezug nehmen dazu. Oder Deutschland-Schweiz-Achse. Ich meine, das ist jetzt das Spezifische. Deutschsprachig, wie der Wolfgang zu sagen pflegt. Wir hatten vor 14 Tagen durchgesetzt für unser Gremium eine spezielle Schulung. Und auch da haben wir festgestellt, dass diese Gruppe auseinandergefallen ist in die Gruppe derer, die sich vorwiegend Deutsch verständigen können, und die anderen Sprachen. Und daran muss man noch arbeiten. Es ist also, wir haben uns gerade vorhin auch in der Reflexion zu dieser Schulung auch darüber Gedanken gemacht, wie wir besser die Durchmischung der Sprachen zu Wege bringen, diese Berührungsängste einfach aufgeben, diese Hürde, auf jemanden zuzugehen, der eine andere Sprache spricht als ich. Und natürlich ist man geneigt, den bequemen Weg sehr gerne einzuschlagen, sich seiner Sprache, ist ja auch Teil meiner Kultur, also mit denen zusammenzufinden, die, wo ich ein besseres kulturelles Verständnis herbeiführen kann. Und jemanden anderen zuzugehen, bedeutet auch, noch toleranter zu sein, noch mehr auf andere sich einzulassen. Und das ist, glaube ich, ein großes Stück Arbeit in einer Eurobetriebsratstätigkeit. Und ist hier irgendwie ein bisschen so beispielhaft auch für diese Gruppe hier, dass wir uns vorwiegend auf einer einheitlichen Sprache verständigen und dadurch auch ziemlich viel Gemeinsames herbeiführen. Aber unser Ziel muss es auch sein, die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Kulturkreisen, aus der anderen Sprachwelt hereinzuholen, einfach um Interessen unserer Beschäftigten umsetzen zu können. Das heißt etwas, ich meine, ich tue jetzt etwas hier, das, was wir ja sonst, man könnte ja auch sagen, wir tun uns schwer sozusagen zwischen Deutschland und Österreich oder zwischen der Schweiz und Österreich, ja. Also gegenüber einer anderen Sprache wird das noch, ist das leichtere wahrgenommen.